Tut mir leid. Land und Leute. Ich nehm's, wie es ist. Ja. Weiter geht's mit der Action. Action. Im Octagon gab direkt einen Treffer hin. So, weiter geht's. Ja. Schüttelt den Kopf. High Kick. Wow. Alles klar. Kann ich weitermachen. Ich finde immer noch nicht da. Ja, und du stehst auf einem Bein in dem Moment, ne? Ja. Das ist auch so. Also, was war das so für Low Kick? Das war mehr so. Ich tu mal meinen Fuß an deinen Knie. Oh, jetzt wird's aber schon ein bisschen gewaltig. Outside Trip und geht. Er könnte da aber auch, glaube ich, für so einen Headlock gehen, ne? Ja, könnte er. Ich meine, ich erinnere nur nochmal an dieses phänomenale Triangle heute. Ja. Haben, also, irgendjemand muss den stoppen, das kann so nicht weitergehen. Aber der Lukas ist dafür halt, ne? Das wird mal ein ganz großer, glaube ich. Ja. Und wie viele Kämpfe hat er jetzt mit dem Triangel beendet? Alle. Alle. Jawohl. Wow. Klaus Gard hier für den Franzosen von Allround Boxing. Ein Arm gerade. Da kommt die rechte durch. Da geht er zum Armbar. Wow! Aber er sitzt noch nicht richtig drin. Er sitzt noch nicht richtig drin. Jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Oh mein Gott. Ja, sehr bodenlastige zweite Runde. Aber sehen wir nochmal im Replay den Shoot. Ja, den Armbar-Versuch. Und da lässt er los. Schade. So, ich entschuldige mich mal für einen kleinen Moment. Und let's go. Aus allen Ecken hört man hier nur französisches Gebrülle. Verpasst. Ich komme hier durcheinander, du hast... Oh mein Gott. Wow. Single Leg X-Entry. Jiu-Jitsu. Leg Lock. Geht nicht für den Heel-Hook. Straight Knee Bar ist erlaubt, alles andere ist illegal. Illegal. Und jetzt fängt er sich ein paar Bomben von oben, das ist gefährlich. Wenn er da durchkommt. Ich versuche mehr Kontrolle über den Gegner zu gewinnen.
kassierter und kassierter. Besser nächstes Mal nochmal wiederkommen. Leglock noch ein bisschen ausfallen, dann geht das. Sieger, der Kämpfer aus der Ruhrnecke, Ramon van Koos.